Ja, das waren Zeiten. Waren keine geilen Zeiten, aber es waren Zeiten. Digga, no joke, alle zwei Monate ist irgendein Bewohner gestorben dort. Eine Rentnerin wurde einmal blutig geschlagen von so einer 19-Jährigen oder so. Auf jeden Fall, das Objekt, wo wir jetzt hinfahren, der PC dort war so schlecht. Wir mussten immer einmal im Monat knapp 100 Rechnungen ausdrucken, für die ganzen Bewohner halt. Der PC hat es nicht geschafft, 100 Rechnungen zu öffnen. Also mussten wir von Mosach bis nach Haubing in die Zentrale fahren, um da auszudrucken. Ich sag's mal so, das ist eine Sache von 1,5 Stunden. Ich und Sascha haben gerne mal 6 Stunden dafür gebraucht. Ich kann mich noch erinnern an einen Tag, da ist dieser Helmut, das war der andere, der mit uns zusammengearbeitet hat, den niemand gemocht hat, ist halt hingekommen. Also guten Morgen Jungs, wir direkt gar keinen Bock, ja morgen Helmut, das und das steht an. Dann hat Sascha ihm auch gleich gesagt, ja hey, wir fahren jetzt nach Aubing, nur wir müssen dann auch mit Alex kurz was besprechen und wir machen dann auch gleich da Pause, okay? Ja Jungs, gar kein Problem, macht es. So, dann schön dort Mosach ins Auto gestiegen, erstmal schön zum Bäcker frühstücken gegangen. Dann kommen wir in Aubing an, erstmal schön mit den ganzen anderen Azubis dort essen gehen. Nach dem Mittagessen, wir sind wirklich am PC, drucken alles aus, alles zusammengepackt, ins Auto gestiegen, wieder zurück. Komm, lass noch Abendessen gehen. Wir waren ohne Spaß 6 Stunden unterwegs. Wir kommen dahin, geben die Blätter ab. Helmut, wir müssen es dann packen, Feierabend. Ja, ja, Jungs, gar kein Problem, ihr wart eh schon so lange unterwegs. Oh, Digga, das war so brutal. Und da war noch was, da hatten ich und Sascha Frühschicht gemeinsam und Helmut wäre so um 2 gekommen. Und ich und Sascha hatten keinen Bock auf Arbeit, so wie jeden Tag halt. Wir waren um 8 Uhr da, haben die Briefe sortiert, haben ausgefüllt bis 1, dass wir alles kontrolliert haben. Ich glaube um 9 hat Sascha das Schild genommen, an die Tür gehangen, aktuell geschlossen. Wir waren einfach von 9 bis 1 Uhr im Biergarten. Es ist so einer direkt am See, richtig schön eigentlich dort. Da waren wir von 9 bis 13 Uhr, 4 Stunden waren wir da. Sind zurückgefahren, damit wir vor Helmut ankommen natürlich. Kommen an, arbeiten noch ganz kurz was für eine halbe Stunde. Helmut kommt an. Jo Helmut, wir machen dann jetzt Pause, gell? Weil wir mussten bis jetzt durchmachen. Ja, ja, Jungs, gar kein Problem, macht ruhig Pause. Der waren wir heftig unterwegs, Mann. Ich habe einfach ohne Spaß in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, ich hab nicht gearbeitet. Ich mein's ernst. Ich glaube, ich habe noch nirgendwo so wenig gearbeitet wie dort. Was halt echt heftig ist, Mann. Das war aber auch kein schöner Ort zu arbeiten. Kann ich euch schon gleich sagen. Dann gab es auch noch was, das muss ich euch dann auch noch erzählen. Wenn ich da bin, muss ich euch das zeigen. Da waren wieder ich und Sascha am Werk. Hier ist der Burger King, da war ich echt oft, Mann. Und vorne ist noch so ein Metzger, da war ich auch brutal oft, Mann. Vor allem, ich habe immer so 2 Stunden Pause gemacht, anstatt die eine Pause, die ich habe. Ich wurde einmal angerufen von diesem Helmut. Ja, Dani, wo bleibst du? Weil du hast ja nur 1 Stunde Pause. Ich immer sagt, ja, Auto spinnt irgendwie rum. Ich versuche so schnell wie möglich zurückzukommen. Aufgelegt, nächsten Biss genommen vom Essen. So, wir sind jetzt gleich da. Es ist nicht ganz neu, weil wie gesagt, ich war vor ein paar Tagen schon hier, weil ich einfach in der Gegend war und dachte mir, ja komm, check's hier mal ab, wie es so aussieht. Da wird es jetzt nicht eine komplette Überraschung sein. Ich habe auch schon ein paar Sachen gesehen, die verändert wurden. Aber größer ist noch alles gleich geblieben. Hier dieses große weiße Gebäude. Ich glaube, es war mal eine Kaserne. Bin mir aber nicht 100% sicher. Aber da habe ich gearbeitet. Die ganzen Wohnungen, da habe ich verwaltet. Ja, das waren Zeiten. Waren keine geilen Zeiten, aber es waren Zeiten. Und hier war noch ein zweiter Teil von uns. Weil ich habe da halt gearbeitet, als diese ganze Asylantensache angefangen hat. Mit Syrien und so, wo halt extrem viele Asylanten nach Deutschland gekommen sind. Und unsere Firma war eine von denen, die halt aufgenommen haben. Und wir haben da hinten, von hier sieht man es nicht, das Tor hier ist jetzt auch zu. Das wusste ich gar nicht, dass hier ein Tor ist. Auf jeden Fall, da vorne war so eine große Fläche gewesen, die wir dann gekauft hatten. Und da haben wir so Container aufgestellt. Jetzt vielleicht sieht man von hier irgendwie was. Nee, ja. Vielleicht sieht man so hinter dem Mülltonnen, sieht man halt eine bisschen größere Fläche. Auf dem Video kommt es bestimmt nicht so rüber. Da war aber eine Fläche, da war auch noch so ein großer Bürocontainer, nenne ich es mal. Also hier rechts neben den Mülltonnen. Und unser Job war es, weil die wurden dann neu lackiert und das hat gestunken, Digga. Ja, ich weiß nicht, was für einen Lack die benutzt haben, aber das hat gestunken wie... Und unsere Aufgabe,
also die von mir und Sascha, war es, immer mal wieder dahin zu gehen und zu lüften. Das Problem ist aber, damals war das hier noch alles offen. Also man konnte einfach dahin durchfahren, da sind irgendwelche Stellplätze für Wohnwagen und sowas gewesen. Das ist halt, wenn du so einen Container, da bist du halt bei uns 15 Container einfach oft stehen lässt. Also war es unsere Aufgabe, dahin zu fahren, eigentlich zu Fuß zu gehen. Wir sind immer mit dem Auto hierher gefahren, haben überall Fenster und Türen aufgemacht, haben uns auf die Mitte gestellt und gewartet. Einfach 2 Stunden. Ich glaube, Sascha hat mal 2,5 Stunden da geschlafen, bis ich gesagt habe, Bro, Helmut, fällt es noch auf? Ruft der Helmut an, er so, yo, Helmut, irgendwie mit den Zimmern, das stinkt heftig, wir bleiben hier nochmal 1 Stunde, weil es hat sich nichts geändert. Helmut wie immer, ja, ja, Jungs, gar kein Problem. Und er so, ja, und dann gehen wir machen dann auch danach gleich Pause, weil das lohnt sich nicht, wenn wir erst zu dir zurückkommen. Weil es lohnt sich safe nicht, das ist einfach, ihr seht ja gleich, wie wenig das sind 2 Minuten zu Fuß. Aber hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt für uns. Und dann nach 3,5 Stunden, die wir da rumgechillt haben, Türen zu, auf zum Ding, Burger King. Und einmal hatten wir auch echt keinen Bock, da aufzupassen. Ich glaube, wir sind nur hin, haben Fenster und Türen aufgemacht und sind zum Burger King 1 Stunde essen gegangen. Sind wieder zurückgekommen, nichts passiert. Dann nochmal da 1 Stunde rumgechillt und dann wieder arbeiten gegangen. Arbeiten, ne? Arbeiten bestimmt auch nur daraus, im Büro zu sitzen und zu warten, bis irgendwas passiert. Da sind auch so oft Leute gestorben. Digga, no joke, alle 2 Monate ist irgendein Bewohner gestorben dort. Ich weiß nicht, was los war, Mann. Kurz bevor ich da hingekommen bin, weil Sascha war da schon länger. Ich bin erst nachdem ich 6 Monate, 7 Monate in der Firma gearbeitet habe, in diese Filiale gekommen. Kurz davor, einer ist an Tuberkulose gestorben. Es mussten sich alle im Objekt für Tuberkulose untersuchen lassen. Und Sascha natürlich. Man kennt ihn, Jugo Betrugo, hatte keinen Bock dahin zu gehen, also ist er nicht hingegangen. Auf einmal, eines Tages, ruft der Polizeioberkommissar an. Wir hatten auch direkt Kontakt hier zur Polizeistation in Mosach, weil es war nicht selten, dass man mal die Polizei anrufen musste, sagen wir es so. Und der Polizeioberkommissar hat angerufen und hat gesagt, ja Sascha, du hast ja eine Einladung vom Staat bekommen, dass du dich bitte für Tuberkulose untersuchen lassen sollst. Warum bist du da nicht nachgekommen? Er hat es einfach vergessen. Zeigt ihm so, ja sorry, wir können nichts machen. Ich muss jetzt Kollegen mit dem Streifenwagen zu dir schicken, ihr fahrt dann zum Arzt. Typ ist einfach mit Polizei zum Arzt gefahren, weil die ihn untersuchen mussten, weil er keinen Bock hatte hinzufahren. Ah, das war schon eine heftig dumme Zeit einfach, Mann. Eine Rentnerin wurde einmal blutig geschlagen von so einer 19-Jährigen oder so. Angeblich, weil die Rentnerin zu ihr gegangen ist, gesagt hat, soll die Musik lauter machen. Also schlägt man einfach mal zu. Am Ende kam raus, dass die Polizei da war. Bruder hat ja 2,5 Promille im Blut und hat sie beleidigt und alles. Also war ganz, ganz, ganz crazy dort. Ich glaube, das wird jetzt ein längeres Video geworden sein, weil ich halt echt viel zu reden hatte. Aber ich hoffe, dass es euch gefallen hat. So ein kleiner Einblick in mein früheres Leben, was ich damals gemacht habe. Von meiner abgeschlossenen Ausbildung gibt es halt nicht viel zu erzählen. War halt Einzelhandel, da passiert nicht so viel. Noch eine Daytona. Digga, ich sehe echt oft Daytonas letzte Zeit. Und warum ist die auch so golden wie die eine Mashallah, in die ich mich verliebt habe? Aber ich glaube, die hatte ein bisschen mehr goldene Akzente von der Mashallah-Dame. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, YouTube. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, teilt das Video mit gefühlt jedem, den ihr kennt. Genießt die paar Tage noch, die schönes Wetter gibt. Bleibt mir gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Yalla.